Willkommen zu den Motorradnachrichten. MotoGP News. So, Jerez ist Geschichte nach Portimao. Und wer sieht da? Jack Miller hat einen Sieg eingefahren, nachdem der Fabio Quartararo so ein bisschen nachgelassen hat. Sehr interessante Geschichte. Es war ja jetzt die ganze Zeit eigentlich immer, jedes Event war Yamaha-Event. Ne? Also Yamaha hat eigentlich durch die Bank gewonnen, war auch in Portimao so. Der Fabio, der Quartararo, der war extrem stark, war extrem schnell, hat extrem dominiert über jedes Training, über jedes Qualifying. Und auch in Jerez war das auch wieder so der Fall. Somit war das eigentlich schon fix, dass Fabio das wieder gewinnt. Aber wie der Rennsport so zeigt, es ist nie immer alles fix, sondern der Fabio hat nach ein paar Runden Führung, die er auch schon ausgebaut hat, gegenüber Jack Miller, ich glaube 1,5 Sekunden hat er ausgebaut innerhalb von 3-4 Runden, ist extrem durchgereicht worden bis ins Mittelfeld. Die Moderatoren von Servus TV waren sich nicht sicher, ist der Airbag aufgegangen, was hat er für ein Problem, haben dann schon das Richtige vermutet und das war der sogenannte Arm Pump. Also sprich, Unterarm hat bei Fabio zugemacht. Und wer das nicht kennt, der sagt jetzt wahrscheinlich, ach, was für ein Mist, so nach dem Motto, ne, hier ein bisschen Krämpfe in den Unterarmen und dann verliert der das oder verliert den Platz, den ersten Platz, den so wichtigen Platz und geht zurück ins Mittelfeld, weil sie ihn alle überholen. Wer das aber schon mal gehabt hat, der weiß, wie krass das so ein Armpump sein kann. Also ich kenne das persönlich auch. Das ist wirklich so, also du kannst deine Hand nicht mehr bewegen, du kannst nicht mehr Gas geben, du kannst nicht mehr bremsen, du hast kein Gefühl mehr. Das geht auf den Kreislauf, dir wird übel, dir wird schlecht, du bist einfach nicht mehr derselbe. Und das ist extrem heftig. Und 50-60% des MotoGP-Fahreranteils sind wegen diesem sogenannten Armpump operiert. Das heißt, die werden hier geöffnet an zwei Stellen pro Unterarm und dann werden die Faszien irgendwie geweitet oder so. Weil das Problem ist nicht der Muskel oder weil die untertrainiert sind, sondern das Problem ist, dass diese Faszien nicht mehr öffnen und das Blut somit nicht mehr zirkulieren kann. Und deswegen pumpt sich der Muskel quasi mit Blut voll und der wird immer dicker, dicker, dicker. Und dann drückt es irgendwann auf die Nerven und du spürst einfach deine Finger nicht mehr und hast kein Gefühl mehr. Und der ganze Kreislauf stockt auch so ein bisschen. Also das ist echt heftig. Fabio wurde allerdings schon operiert. Anscheinend war das nicht genug. Er hat es dann auch in einem Statement in Instagram gesagt, dass es eben der Armpump war. Und man hat gesehen, wie schwer ihm das gefallen ist, hier einfach diesen ersten Platz abzugeben und durchgereicht zu werden. Nichtsdestotrotz, Jack Miller hat das Rennen gewonnen, dem vergönne ich das wirklich extrem, dass der Jackie Boy endlich mal das MotoGP-Rennen gewinnt und auch seinen Debüt als Ducati-Werksfahrer dementsprechend liefert. Also muss ich echt sagen, freut mich für ihn extrem und die Bilder, die haben es gezeigt, wie happy das Team und wie happy das Jack war. Das ist auch schon so ein, ne, wo man mal sagen kann, echt cool, dass der Typ mal endlich mal MotoGP-Rennen wirklich gewinnt. Zum Fahrerischen war allerdings Fabio schon dementsprechend qualifizierter in den Trainings und auch im Qualifying mit so viel Vorsprung immer und auch diese Konstanz, die Rundenzeit immer wieder reproduzieren können auf ein paar Tausendstel oder auch mal ein Hundertstel, aber trotzdem immer wieder da reproduzierbar ranzufahren, das ist schon eine Hausnummer und was die Geschwindigkeit anbelangt, boah, da ist natürlich Yamaha mit Fabio schon dementsprechend stark. Der Morbidelli hat so ein bisschen das Yamaha-Feld noch gerettet und fuhr dann hinter Bagnaia noch auf P3, obwohl er eigentlich das alte Motorrad hat, die alte Yamaha M1, ich glaube aus 2019, das alte Material sozusagen. Und ist dementsprechend trotzdem noch gut gewesen. So, Marquez Comeback ist so ein bisschen nüchtern, sage ich jetzt mal. Man hätte vielleicht, der eine oder andere hätte mehr erwartet. Der andere sagt, naja, wir sind mal froh, dass er überhaupt so gut ist, auf das abgesehen, was eigentlich vorgefallen ist. Aber man hat so ein bisschen irgendwie den Eindruck, dass der Marquez nicht mehr dasselbe ist. Er ist ein bisschen ruhiger geworden, er ist so ein bisschen so auf Nummer sicher, fährt so ein bisschen im Mittelfeld, ist trotzdem dementsprechend gut in den ersten P10 quasi drin gewesen. Aber so dieser typische Marquez, der ist so ein bisschen ausgeblieben. Ich denke, ich hoffe zumindest, dass es wieder zurückkommt und dass es wieder so spannend wird, wie es früher war, wenn die Fights dann entstanden sind. Aber so auf die letzten 5 Runden braucht man von Marquez in derzeitiger Sicht nicht zu viel erwarten. Allerdings hat er auch zu seiner Verteidigung
dementsprechend heftigen Crash gehabt in Kurve 7. Das ist so eine schnelle Linksknick-Kurve in Jerez. Da hast du keinen Grund zu bremsen, sondern du lupfst gerade kurz, gehst kurz vom Gas, lenkst ein und bist extrem schnell. Und der Crash war halt schon mega heftig. So, dann gehen wir über zum Gebraucht-Tipp. Und zwar Triumph Daytona 675 ab Baujahr 2006. Tatsächlich ein sehr interessantes Motorrad. Und zwar aus einem sehr interessanten Grund, einem subjektiven Grund. Nicht unbedingt einen statistischen Grund, sondern einen subjektiven Grund. Und das ist das, also wer die 675er Daytona schon mal gehört hat, die hat einen ganz speziellen Klang. Ne? Dieser Dreizylinder, der hört sich ganz speziell an. Und wenn du hier 15 Boxen in der Boxengasse hast und irgendeiner schmeißt eine Daytona 675 an, dann hörst du das. Das ist extrem interessant. Vor allem, du hast so ein bisschen mehr Leistung als die R6 vielleicht, ne? So ein bisschen mehr Drehmoment, kannst das ein oder andere Fahrerische so ein bisschen kompensieren, hast aber trotzdem keine Tausender, wo du dich vielleicht nicht so viel auf die Linie konzentrieren brauchst, sondern mehr mit Leistung gut machen kannst. Das ist halt hier nicht der Fall. Aber halt auch keine typische R6 oder CBR 600. Und ich kann davon gut sprechen, weil ein guter Freund von mir, der Stefan, ist übrigens auch ein Fotograf, der auf der Rennstrecke auch gern fotografiert, der ist mit dieser Daytona immer mit gebrauchten Reifen unterwegs gewesen, hat nie wirklich die finanziellen Mittel gehabt, hier neue Reifen reinzustecken. Aber der war mit dem Motorrad übelst schnell. Ne? Und deswegen ist das vielleicht auch so ein Gebrauchtipp. So ein Motorrad, das nicht jeder hat, aber durchaus großes Potenzial hat, auf der Rennstrecke schnell zu sein. Und da gibt es halt schon gute Exemplare, so ab 5.000 Euro. Haben da auch ein paar leider gelegentliche Probleme bzw. Kinderkrankheiten mit Steuerketten und defekten ECUs gehabt. Soll jetzt aber so wahrscheinlich im Laufe der Zeit nicht mehr so viel eine Rolle gespielt haben, weil natürlich viele Kinderkrankheiten im Laufe dieser Zeit, die existieren, schon behoben worden sind. Außer man hat vielleicht ein Exemplar, wo das noch nicht der Fall war. Aber so als Gebrauchtipp, Daytona 675 für die Rennstrecke gibt es sehr selten. Und die sie haben, sind sehr happy damit und sind auch in der Regel sehr zügig damit. Sollte man mal probiert haben, würde mich selber auch interessieren, wie sie denn fährt, wie das so im Vergleich zu normalen 600er ist oder im Vergleich auch zur 1000er ist mit weniger Leistung, aber trotzdem den Vorteil von, ich kann mehr Konzentration auf Linie geben im Vergleich zur 1000er. Also auf jeden Fall einmal ein Gebrauchtipp, mal reinschauen in mobile Daytona 675. So, gehen wir über zum Foto der Woche, und zwar kannst du mich in Instagram markieren unter dem Hashtag Meindl Racing, und zwar hat mich hier markiert, wir haben ein Foto rausgesucht, der Shotman 08, kommt mir bekannt vor, habe ich schon öfters gesehen, der hat mich schon ein paar Mal markiert. Der Shotman hat ein Foto gepostet, das sieht aus wie Most. Focus on the Apex, ich glaube es ist Most, berichtige mich, falls es nicht Most ist, aber die Curbs und so weiter, der Asphalt und die Nähe des Bildes ist relativ weitwinklig, ganz nah aufgenommen worden. Hat man natürlich den Vorteil, dass man die Kamera, die da wahrscheinlich am Curb steht und der Fotograf im Fernauslöser drückt, man sieht sie, das heißt man kann sich schön positionieren. Und der Shotman hat sich hier extrem gut positioniert, ist zwar nicht mit Ellbogen und Knie am Boden, aber... Und das ist eigentlich das Entscheidende, er hat schön den Körper neben der Kanzel, neben dem Motorrad und versucht das Bike aufrecht zu drücken. Ne? Und in dieser Perspektive ist es so, dass du nicht so extrem krass schräg bist, auch wenn du richtig schräg bist, weil das Motorrad zu nah ist. Also weitwinklig heißt im Endeffekt, alles was nah da ist, ist groß und alles was weit weg ist, ist kleiner. Deswegen ist hier die Perspektive eine andere, aber summa summarum einfach ein geiles Foto und Haltung. Echt cool. Es ist natürlich die Frage, Shotman, ob du das alle anderen Kurven auch so machst und kannst, auch wenn du die Kamera oder den Fotografen nicht siehst. Denn wenn ja, dann finde ich das richtig gut. So, Meindl News quasi. Sprich, was gibt es rund um hier alles Neues? Bevor wir auf das Gewinnspiel kommen, wer das Gewinnspiel quasi gewonnen hat, das vorherige, um was es Neues zu gewinnen gibt. Quasi kurz, Meindl News, alles was hier passiert. Wir haben im Moment ein sehr großes Projekt am Laufen. Da könnte man sagen, wieso sagst du nichts drüber? Aber das ist halt so, das Projekt ist so groß. Das wäre ungefähr das Gleiche, wenn ich heute sagen würde, ich fliege in 4 Wochen eine 747 als Captain bei Lufthansa, dann würde alle sagen, alles klar, Meindl, alles klar, wir glauben dir, alles gut. Genauso bin ich da jetzt so ein bisschen noch
Understatement, uns haut noch nicht viel aus, aber wir planen ein extrem geiles Projekt. Das ist extrem in den Startlöchern, da wird schon viel gearbeitet rundum und um. Da kriegt man noch nicht ganz so viel mit. Ich kann auch noch nicht aussprechen, was passiert, aber ihr dürft gespannt sein, dieses Projekt wird enorm. So, zusätzlich kommt noch, wir gehen nächste Woche nach Brünn mit Yard, mit Hostetler, Schweizer Yamaha-Importeur und High Energy. 30 Yamahas on the track quasi, also nur 30 Yamahas in Brünn, sonst gar nichts. Wird ein tolles Event, Wetter soll geil werden, haben wir einen tollen Videoauftrag, auch für High Energy, dass ihr mal seht, wer hinter High Energy eigentlich steht und warum das die Gott und die Welt im Motorsport sponsern, wie Nicolo Canepa, Marvin Fritz oder Karel Hanniker, Yard und so nebenbei auch noch mich. Da kommt mal einen richtig coolen Eindruck, denn die haben nämlich ein richtig interessantes Motorrad bestellt und kriegen das dann zu Brünn. Und das ist, naja, ich möchte mal sagen, nicht normal, dass ein Privatier so ein Motorrad bekommt. Stay tuned quasi, wenn ihr da interessiert seid, falls das Video kommt, einfach sofort draufklicken. So, dann gehen wir über zum Gewinnspiel. Und zwar hatten wir in der Verlosung unseren Renngrip Tankassistent, mit dem man schön vom Kanister raus direkt in den Tank reinpumpen kann, ohne Dreck zu machen. Sehr viele haben teilgenommen. Ich finde das Gadget auch extrem cool, benutze es auch mittlerweile dementsprechend selber. Und wir haben natürlich auch eine Auslösung getroffen, und zwar hat gewonnen Windows braucht. Gewonnen hat Thomas Fuchs, der hat geschrieben, mega geiles Teil, in Anführungszeichen, tanken. Thomas Fuchs, schreib uns eine E-Mail unter eingeblendeter E-Mail-Adresse mit deinem Namen, deiner Adresse, und ich schicke dir gerne inklusive einer kleinen Grußkarte den Tanksupport von Renngrip zu. So, was gibt es Neues zu gewinnen? Da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Wir haben natürlich noch mehr in Zukunft von Renngrip und allen möglichen Herstellern. Auch X-Lite nimmt teil. Aber wir haben ganz viele in Instagram geschrieben, was ich denn mit meinem alten Yamaha R1 Heck mache. Das ist eine hochwertige Carbonverkleidung aus der Yard R1, die ich aber allerdings ersetzt habe, weil das mein Kettenschaden war. Und ich weiß nicht, wohin damit. Ich bin auch zu faul, die reparieren zu lassen. Ich habe ein neues Heck bekommen von Yard, danke an Yard in dem Fall. Und wir haben uns gedacht, wir verlosen hier dieses Heck einfach. Das kann jemand gerne wieder benutzen, kann es einfach aufhängen, wenn ihm das gefällt. Das ist ein sehr hochwertiges Teil. Es kostet bestimmt 500-600 €, wenn das ganz ist oder repariert ist. Es hat halt hier einen kleinen Schaden durch den Kettenriss. Sieht aber trotzdem, wie stabil das Carbon ist. Trotzdem Kettenriss im Endeffekt, lediglich hier ein bisschen Blessuren. Also das ist vielleicht so ein Teil, was sich jemand gerne irgendwo in die Werkstatt hängen will oder ins Wohnzimmer hängen will. So nach dem Motto Yamaha R1 von Yard, Carbon-Heckverkleidung, original nach Kettenriss von Matthias Meindl. Also nichtsdestotrotz. Unterschreiben tue ich das nicht, übertreiben soll man es auch nicht, aber das hat eigentlich einen sehr hohen Wert. Ich könnte es auch theoretisch ein paar Euro reparieren lassen und dann verscherbeln. Will ich aber nicht, ich will ein bisschen was zurückgeben. Das ist ein sehr, sehr tolles Andenken auch für mich, und wer das gerne haben möchte, der schreibt in dem Fall einfach in die Kommentare, ohne Hashtag, ohne alles, einfach nur Yard, Yart, und dann losen wir bei den nächsten Nachrichten quasi den Gewinner aus, genauso wie beim Tanksupport. So, ja, dann sollen wir eigentlich alles haben, ne? Sollen wir durch? Ja, hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Gebt gerne einen Daumen nach oben für dieses Video. Macht es gerne mit beim Gewinnspiel für diese Heckverkleidung. Wir verlosen die natürlich, schicken die dann zu mit einer kleinen Grußkarte von mir, ein kleines Bild mit der Unterschrift drauf. Und ja, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das erste Mal bei mir seid. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, liebe Grüße und ciao.